بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Das Licht bitte an. Das Licht an. Ja. Hier ist ein Schalter. Allah yiftah alayk. Ist bei euch besser so, oder? Oder war vorher besser? So ist besser, Alhamdulillah. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute insha'Allah ta'ala weitermachen mit unserem schönen Buch Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Und wir hatten in der vorletzten Woche, weil letzte Woche war ich verhindert gewesen, und da hat Bruder Sheikh Mohammed den Vortrag gehalten. In der vorletzten Woche haben wir über das Kapitel Al-Zakah und Al-Sadaqah gesprochen gehabt. Richtig? Lass uns nochmal ganz kurz insha'Allah ta'ala ins Gedächtnis rufen, was die Grundbedeutung des Wortes Zakah ist. Und wir hatten gesagt gehabt, dass es hier zwei grundlegende Bedeutungen gibt, sprachlich gesehen. Nur ganz kurz nochmal Revue passieren lassen. Zakah hat zwei grundlegende Bedeutungen. Reinigung auf der einen Seite und ja, Vermehrung und Wachstum auf der anderen Seite. Sehr, sehr schön. Ja, auf der einen Seite reinige ich und läutere ich mich und auf der anderen Seite wachse ich mit den Eigenschaften, die ich mir aneigne. Auf der einen Seite reinige ich mein Vermögen, indem ich das Recht der Bedürftigen abgebe, was ihnen zusteht. Und auf der anderen Seite wächst mein Vermögen durch die Baraka, den Baraka-Effekt, den Segen, den Allah subhanahu wa ta'ala in dieses Vermögen hineintut. Und wir haben dann über wichtige Aspekte der Zakah gesprochen gehabt und uns auch angeschaut, welche Adab, welche Verhaltensregeln derjenige haben sollte, der die Zakah entrichtet. Und haben einige Dinge genannt, wie beispielsweise, dass ich erstmal verstehe, was ist überhaupt die Zakah. Zweitens, dass ich versuche, sie geheim zu halten, so dass ich keine Augendienerei betreibe. Drittens, dass ich den Menschen das nicht im Nachhinein vorhalte und unter die Nase reibe. Viertens, dass ich das, was ich gebe, als etwas Kleines und Weniges empfinde und nicht als etwas Großes und Gewaltiges. Fünftens, dass ich das Schönste von meinem Vermögen nehme und das Beste und es gebe und nicht das Schlechteste. Sechstens, dass ich die Sadaqa denjenigen gebe, welche eine besondere Eigenschaft vorweisen, nämlich die Eigenschaft der Taqwa, der Gottesfurcht. Und dann das sechste Etikett gewesen, was ich berücksichtigen sollte, wenn ich die Zakah zahle. Und jetzt, und damit beschäftigen wir uns heute insha'Allah ta'ala, wollen wir über einige Adab sprechen, einige Verhaltensregeln, die denjenigen betreffen, der die Zakah empfängt oder die Sadaqa, die Spende empfängt. Das heißt, wir haben über die Verhaltensregeln gesprochen desjenigen, der die Zakah entrichtet und der die Spende zahlt und gibt und überreicht. Und jetzt sprechen wir über Verhaltensregeln der Person, die das Geld und die Hilfe und die Spende entgegennimmt. Und er nennt hier einige sogenannte Wadha'if. Das heißt, Aufgaben, die man zu berücksichtigen hat. Und das allererste, was er sagt, ist لَبُدَّ أَنْ يَكُونَ آخِذُ الزَّكَاتِ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ Derjenige, der die Zakat empfängt, muss zu diesen acht Personengruppen gehören, die Allah Ta'ala festgelegt hat. Und wir hatten letztes Mal, glaube ich, die Ayah erwähnt gehabt, in Surat At-Tawbah. Könnt ihr euch erinnern? Wer kann diese acht Personengruppen, die Allah Ta'ala festgelegt hat, aufzählen? Wer kann das? Innama as-sadaqatu lil-fuqara. Sadaqat, die Zakah, ist für die Fuqara, einen Bedürftigen. Wal-masakin, ebenfalls einen armen Bedürftigen. Was ist der Unterschied? Die Gelehrten haben gesagt, Faqir ist al-mu'lim, der nichts hat. Also beispielsweise, wenn wir jetzt eine Skala von 1 bis 10 haben,
hat er nur 3 oder 2 oder 1 oder 0, gar nichts. Ein Miskin ist jemand, der etwas besitzt, aber zu wenig. Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 10 hat er 7. Beispielsweise, er hat ein Gehalt, aber dieses Gehalt reicht nicht bis zum Ende des Monats. Die letzten 4-5 Tage des Monats hat er nichts zu essen oder zu wenig zu essen. Muss sehr, sehr sozusagen den Gürtel sehr, sehr eng schnüren, damit er überhaupt über die Runden kommt, muss sich vielleicht Geld leihen etc. Ja, das ist dann was? Ein Miskin. Wie geht's weiter? إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها diejenigen, die dann die Zakat verteilen oder in einer Behörde arbeiten, die die Zakat verteilt. Und dann, was haben wir noch? Wir haben 8 Personengruppen. Al-Gharimin, das ist nicht die Reihenfolge, aber ist egal. Die Verschuldeten, ja, jemand, der verschuldet ist, wer noch? Ja, Ferriqa, jemand, der sich freikaufen möchte. Ein Sklave, der sich freikaufen möchte. Dann? Ibn Sabil, der Sohn des Weges. Also jemand, der beispielsweise auf der Reise ist und dann hat sein Geld verloren, etc. Ja, dass man ihn unterstützt. Dann? Deren Herzen gewonnen werden sollen. Wohl mu'allafati qulubuhum. Wer ist damit gemeint? Mit mu'allafati qulubuhum. Wessen Herzen möchte man gewinnen? Zum Beispiel Feinde oder Feinde, die beispielsweise die Muslime angreifen möchte, dass man sozusagen ihnen Geld gibt, sagt, guck mal, dafür bleibt ihr fern von uns, wenn wir uns nicht wehren können, als Beispiel. Und aber auch Leute, die wir gewinnen wollen für den Islam. Ja, das ist durchaus etwas, was man schlur als legitim ist. Und der Prophet hat das gemacht, beispielsweise nach der Schlacht von Hunain hat er den 9 Muslimen, die erst nach der Eroberung von Mekka den Islam angenommen haben, hat er sehr viel gegeben. Und den alten Muslimen hat er kaum etwas gegeben, wenn nicht sogar gar nichts. Sie sind leer ausgegangen. Sie haben sich gewundert und der Prophet wollte damit was? Ihre Herzen gewinnen. Manchmal bewirkt auch so etwas Wunder, subhanallah. Und wie viele Menschen sind zum Islam gekommen aufgrund der Gastfreundschaft eines Muslims. Aufgrund der Gastfreundschaft eines Muslims, weil er ihn sehr gut bewirtet hat. Ja, somit kann man auch Herzen gewinnen. Und dann, ich glaube, wir haben noch eine Gruppe. Wafi sabilillah. Und auf dem Weg Allahs. Und damit sind in erster Linie wer gemeint? Ja, zur Zeit des Propheten, in den ersten, waren die Mujahidun gemeint. Das heißt, diejenigen, die freiwillig sich beteiligt haben an einer Schlacht. Nicht Berufssoldaten, sondern diejenigen, die haben einen Sold, sondern diejenigen, die sich freiwillig beteiligt haben an einer Schlacht oder einem Kampf. Die hatten Anrecht dann auch auf die Zakat. Die hatten Anrecht auch auf die Zakat. Gut. Warum habe ich das extra nochmal erwähnt? Weil mir als Muslim nochmal bewusst sein muss, dass ich nicht etwas annehmen darf, was mir nicht zusteht. Und leider Gottes ist es so, dass viele Muslime heutzutage darauf nicht achten. Auch in Deutschland. Vielleicht gerade in Deutschland. In einem Sozialstaat, wo man Sozialleistungen bekommt und wo es leider sehr viele Menschen gibt, die dahingehend auch betrügen und glauben, das sei etwas Normales, sei nicht schlimm. Ich muss aufpassen. Ich darf als Muslim nicht einfach eine Hilfe annehmen, die mir nicht zusteht. Ich darf als Muslim nicht einfach betrügen. Der Prophet hat immer allgemein gesagt, man rasche verleise minna, wer betrügt, gehört nicht zu uns. Und genau aus diesem Grund muss ich als Muslim aufpassen und sollte immer ehrlich sein. Gerade wenn es um Geld geht. Damit ich nicht etwas annehme, was eigentlich für andere Menschen gedacht ist. Wir haben gerade die Diskussion um das Bürgergeld. An sich, wenn man mal überlegt, ist es ja etwas Gutes, dass Menschen zumindest, die wirklich darauf angewiesen sind, davon leben können. Nur was ist das Problem? Dass es viel zu viele Menschen gibt in der Gesellschaft, die so etwas ausnutzen. Weshalb es dann wiederum in die falsche Richtung geht. Und viele Menschen zu Recht sagen, wie kann das sein, dass der Staat Leute durchfüttert und im Grunde genommen dann auch viele Leute sagen, ja gut, ich kann zu Hause sitzen, kriege mein Geld, muss ich arbeiten und kriege genauso viel oder fast genauso viel, wenn nicht sogar manchmal mehr, in manchen Fällen, als jemand, ja, der arbeiten geht. Ja, verständlich. Und ein Grund dafür ist, dass viele Menschen leider das zu Unrecht ausnutzen.
Und als Muslim muss ich aufpassen, weil ich muss für jeden Cent, den ich entgegennehme, am jüngsten Tag Rechenschaft ablegen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wird mich fragen, woher hast du dieses Geld? Hört mal, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Das ist eine unglaublich angsteinflößende Überlieferung. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. Der Mensch wird sich am jüngsten Tag nicht von der Stelle bewegen können, bis er nicht über vier Dinge befragt wird. Jeder von uns, du, ich, jeder Einzelne, wird über vier Dinge befragt. Was sind diese vier Dinge? Lass uns sie mal aufzählen. Weiß jemand, welche vier Dinge das sind? An umrihi fima afna. Erstmal über sein Leben im Allgemeinen, wie er es verbracht hat. Seine Lebenszeit, was hat er aus seiner Lebenszeit gemacht? وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبَلَاهُ. Und dann nochmal extra die Jugend. Was hast du aus der Jugend gemacht? Hast du sie gut bestanden, nicht gut bestanden? Was hast du daran gemacht? Hast du deine Zeit genutzt? Und jetzt kommt das, worauf wir hinaus wollen. Unser heutiger Punkt. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَ. Allahu Akbar. Und über sein Vermögen. Wie er es erworben hat und wie er es ausgegeben hat. Das ist eine Frage. Woher und wohin? Woher und wohin? Du musst Rechenschaft ablegen. Du kannst am nächsten Tag keinen Schritt voran machen, ohne diese Frage zu beantworten. Was willst du dann Allah sagen? Was willst du Allah antworten? Ja, ich habe in Deutschland gelebt und es ist ein Käferstaat und ja, steht mir zu. Meinst du wirklich, Allah wird diese Antwort akzeptieren? Ich glaube nicht. Allah weiß es am besten. Am Ende muss das jeder selbst wissen, was er macht. Und dann an ilmihi madha amila bih. Und über sein Wissen, was er daraus gemacht hat. Über sein Wissen, was er daraus gemacht hat. Und noch einmal. Es gibt Menschen, denen steht die Sadaqa zu. Wir haben es im Koran. Es gibt Menschen, die haben Anrecht auf dieses Geld. Ich rede nicht über diese Menschen, die es wirklich brauchen. Eine alleinerziehende Mutter, die es nicht schafft, arbeiten zu gehen, sich um ihre Kinder zu kümmern. Absolutes Verständnis habe ich dafür. Jemand, der krank ist, der wirklich nicht arbeiten kann, psychische Probleme hat, etc. Alles verständlich, darum geht es nicht. Es geht um jemanden, der gesund ist, kräftig ist, sich als arbeitslos anmeldet und dann vielleicht noch schwarz arbeiten geht. Kriegt seine Miete bezahlt, kriegt pro Kopf 500 Euro, ja, pro Nase zu Hause und dann nochmal so 2000 Euro Cash auf die Hand. Ist das nicht eine unzulässige Bereicherung, die absolut... Also, wie fehlt das richtige Wort? Also, unmoralisch ist. Möge Allah uns bewahren. Das muss aber jeder selbst wissen. Ich weiß, dass immer manche sich darüber aufregen, aber das muss einfach gesagt sein. Jetzt kommen wir, insha'Allah ta'ala, zu den unterschiedlichen Wawa'if. Das heißt, zu den, den einzelnen Aufgaben, die derjenige zu berücksichtigen hat, der die Sadaqa entgegennimmt. Und er sagt, al-Wazifatul Ula, die erste Aufgabe. أن يفهم أن الله تعالى إنما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيهما أهمه ويجعل همومه هما واحدا في طلب رضا الله عز وجل. يا سلام. Dass derjenige, der die Zakat und die Spende entgegennimmt, weiß, dass Allah Ta'ala diese Zakat zu einer Pflicht gemacht hat, damit er nur noch eine Sorge hat. Also eine Sorge weniger hat, nicht mal sozusagen um seinen Lebensunterhalt kümmern muss, dass er nicht mehr am Ende des Tages weiß, wie er seine Familie ernähren kann, sondern dass er sich wirklich darauf konzentrieren kann, dann nach der Zufriedenheit Allahs zu streben.
um eine Sorge weniger in seinem Leben zu haben, um sich dann somit mehr auf den eigentlichen Zweck seines Daseins konzentrieren zu können. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Zuflucht gesucht bei Allah vor Armut, die zum Unglauben führt. Armut kann zum Unglauben führen. Wenn jemand nichts hat, gar nichts, kann das, wenn er keinen starken Iman hat, zu Zweifel in der Religion führen. Und davor hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Zuflucht gesucht. Und damit der Mensch diese Sorge nicht mehr hat, gibt es diese Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala und hat Allah ta'ala für den Bedürftigen etwas vorgesehen im Vermögen des Reichen, damit er sich dann voll und ganz auf sein Ziel konzentrieren kann, nämlich zur Zufriedenheit Allahs zu gelangen. Das ist das Erste. Es geht hier also um was? Erstmal eine innere Einstellung. Es geht hier um eine innere Einstellung. Dann das Zweite. Al-Wazifatu Thaniya. An yashkura al-mu'ti wa yad'u lahu wa yuthni alayhi. Dass derjenige, der die Spende entgegennimmt, Dankbarkeit zeigt. Gegenüber demjenigen, der ihm diese gegeben hat, gegenüber dem Spender. Für ihn Dua macht und ihn lobt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, Man lam yashkuri nas, lam yashkuri la. Wer nicht den Menschen dankt, der dankt auch nicht Allah. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, meine lieben Geschwister im Islam. Dankbarkeit zu zeigen. Ich werde erst dann ein dankbarer Diener sein, wenn ich meine Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zeige und gleichzeitig aber auch meine Dankbarkeit gegenüber den Menschen. Und umso mehr der Mensch mir gegeben hat, desto dankbarer bin ich. Er spricht jetzt hier nur über was? Über eine Spende. Aber es gibt Menschen in meinem Leben, denen ich eigentlich nie genug danken kann. Und an erster Stelle stehen dort meine Eltern. Die Mutter als allererstes. Ich kann machen, was ich will in meinem Leben. Ich kann sie tragen den ganzen Tag. Und ich hätte nicht ihr Recht erfüllt. Subhanallah. Einmal war ein Mann auf der Hajj gewesen. Und er hat seine Mutter auf seinen Schultern getragen. Damals gab es keine Rollstühle. Ja? Er hat seine Mutter auf seinen Schultern getragen während der gesamten Hajj. Dass seine Mutter ist auf seinen Schultern. Er trägt sie. Und dann kommt er zu Abdullah ibn Umar und fragt ihn, O Abdullah, O Imam, habe ich jetzt das Recht meiner Mutter beglichen? Und er meinte dann, du hast nicht einmal eine einzige Wehe beglichen. Subhanallah, nicht einmal eine einzige Wehe. Konntest du begleichen damit? Allahu Akbar. Man lam yashkuri nas, lam yashkuri la. Dankbarkeit zeigen gegenüber den Menschen, die mir besonders viel gegeben haben in meinem Leben. Und diese Dankbarkeit, subhanallah, sie bewirkt Wunder. Wenn du mal vielleicht zu deiner Frau, nachdem sie den Haushalt gemacht hat zu Hause, wenn man sagst, barakallahu fiik, jazakallahu khair, für viele ist das selbstverständlich. Viele denken so, das gehört dazu. Was also übrigens rein islamisch gesehen, der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten keine Pflicht ist. Dass man einfach mal sagt, barakallahu fiki, dass du alles sauber gemacht hast, dass du dich um die Kinder kümmerst. Aber auch umgekehrt, dass die Frau mal, nachdem der Mann nach Hause kommt, er hart gearbeitet hat, die Frau sagt, jazakallahu khairan, dass du dich um uns kümmerst. Solche Dinge sind so wichtig, sind so kleine Gesten, aber sie bewirken Wunder. Sie bewirken Wunder. Wala in shakartum, la azidannakum. Und wenn ihr dankbar seid, werde ich euch noch mehr geben. Und du wirst merken, dass diese kleine Geste dazu führt, gegenüber beispielsweise deiner Ehefrau oder dem Ehemann, dass plötzlich wieder so eine Art Mawadda, so eine Art Zuneigung vorhanden ist. Einfach nur aufgrund dieses Wortes. Was bewirkt dieses Wort? Also du hast vielleicht deiner Frau nicht mal geholfen, ja, und trotzdem freut sie sich darüber. Und umgekehrt genauso. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und genau hierüber spricht er. Ja, und dann sagt er, وَمِنْ تَمَامِ الشُّكْرِ أَلَّا يَحْتَقِرَ الْعَطَاءِ وَإِنْ قَلَّ وَلَا يَظُمُّهُ. Und zur Vollkommenheit der Dankbarkeit gehört, dass ich eine Spende, die ich bekomme, nicht geringschätze. Und anfange, sie zu tadeln. Da muss man wirklich aufpassen.
Das ist eine Eigenschaft beispielsweise der Munafiqun, der Heuchler. Allah Ta'ala beschreibt die Heuchler in Surah At-Tawbah, dass sie sich lustig gemacht haben über einige Muslime, die, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Schlacht von Tabuk im 9. Jahr nach der Hijra die Muslime aufgefordert hat zu spenden, einige kamen und einfach nur ein paar Datteln gespendet haben. Und dann haben die Heuchler was gemacht. Guck mal, ja, der schämt sich nicht, mit ein paar Datteln zu kommen. Ein anderer hatte nicht mal die Datteln gehabt und hat gesagt, ich spende sozusagen das, meinen Irrt, meine Ehre, sodass jeder, der immer mich schlecht geredet hat, ja, ich ihm verzeihe. Er hat nichts gehabt, was er spenden kann, also hat er das gespendet. Eine Eigenschaft der Heuchler ist, dass man sich darüber lustig macht. Ja, guck mal, der hat hier ein paar Datteln gespendet, nur 1 Euro. Ja, vielleicht hat er nur 2 Euro und hat 1 Euro gespendet. Er hat also mehr gespendet vielleicht als du. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Rubba dirham sabaqa elf dirham. Es kann sein, dass eine Silbermünze 1000 Silbermünzen übersteigt. Warum? Der eine hat 1 Million und spendet nur 1000. Wie viel Prozent ist das? Das ist 1/1000. Der andere hat vielleicht nur 10 Euro und spendet aber 1 Euro. Hat also 10% seines Vermögens gespendet. Sodass ein Dirham bei Allah mehr wert sein kann als diese 1000 Dirham. Deswegen niemals etwas geringschätzen. Was ist das? Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dein Vermögen segnen, auch wenn es wenig ist. Und dann sagt er etwas sehr, sehr Schönes noch einmal. Und das ist nochmal so ein Bezug auf die Adab des Gebers, des Musekkis, derjenige, der die Zakat gibt. Und zwar, وَكَمَا أَنَّ وَظِيفَةَ الْمُعْطِي الْإِسْتِصْغَارِ فَوَظِيفَةُ الْمُعْطَى الْإِسْتِعْظَامِ. Was heißt das? Die Aufgabe desjenigen, der gibt, ist, dass er das, was er gibt, für zu gering hält. Ich habe eigentlich zu wenig, ich hätte eigentlich mehr geben müssen. Und die Aufgabe desjenigen, dem gegeben wird, ist, dass er das, was er bekommt, als viel hält. Subhanallah. Das ist immer eine Einstellung, subhanallah. Das ist immer was? Es ist immer eine Einstellung in unserem Leben. Dann die Nummer 3. Die dritte Aufgabe, die derjenige hat, der die Zakat empfängt. Al-Wazifatu al-Thalitha. Al-Yanzura fima yu'tahu. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حِلٍّ لَمْ يَأْخُذْهُ أَصْلًا لِأَنَّ إِخْرَاجَ مَالٍ غَيْرِ لَيْسَ بِزَكَاتٍ. Ganz wichtig, dass er schaut, was hat er da eigentlich bekommen. Wenn es nicht aus einer legitimen Quelle ist, also wenn das Vermögen, was er dort bekommt, haram ist, akzeptiert er es nicht. Warum? Weil nämlich das Spenden oder das Geben der Zakat von dem Vermögen eines anderen, weil ich es zu Unrecht an mich geeignet habe, nicht wirklich Zakat ist. وَإِنْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ تَوَرَّعَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَضِيقَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ. Und sollte es eine Schubhe sein, also sollte er sich nicht sicher sein, sollte er Zweifel haben, ob das halal oder haram ist, dann versucht er eher davon Abstand zu halten, aus Gottesfurcht. Außer wenn es nicht anders geht. Gut. Hier gibt es jetzt natürlich eine ganz wichtige Frage, die immer wieder auch gestellt wird und die auch für einen Muslim sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um, wenn mir jemand etwas gibt? Es kann auch jemand sein, der mir nahe steht, mein Vater, meine Mutter. Mein Vater hat ein Geschäft als Beispiel, wo er Dinge verkauft, die nicht halal sind. Alkohol, ein Restaurant, wo er Alkohol verkauft. Kann ich jetzt das Geld, dem mein Vater den Unterhalt zahlt für mich oder auch für mich als Frau, kann ich dieses Geld annehmen oder kann ich es nicht annehmen? Es gibt hier sehr unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten. Ich finde eine sehr einleuchtend, und zwar, wo unterschieden wird zwischen zwei Arten von illegalem Erwerb dieses Vermögens. Und zwar einmal Vermögen, was an sich haram ist, weil es mir nicht gehört. Beispiel, ich bin, keine Ahnung, Dieb und das ist Diebesgut, was ich mir angeeignet habe. Dieses Geld ist an sich haram, weil es mir nicht gehört. Dieses Geld dürfte ich nicht akzeptieren, egal was es ist, auch wenn es von meinem Vater ist. Warum? Weil es gehört nicht ihm.
Also er benutzt Geld, was ihm nicht gehört, um es für mich auszugeben. Das darf ich nicht akzeptieren, egal von wem. Egal von meinem Vater, meiner Mutter, von einem Freund, von meinem Bruder, egal. Ja? Das ist Haram-Geld, das muss zurückgegeben werden. Und dann gibt es Geld, was Haram ist, aufgrund der Art und Weise, wie es erworben wurde. Das heißt, ich habe es zwar erworben, rein rechtlich gehört es mir, aber es ist islamisch gesehen Haram. Wie beispielsweise, ich habe ein Restaurant, in dem Alkohol und Schweinefleisch verkauft wird. Dieses Geld gehört mir rein rechtlich, ich habe es erworben, aber die Art und Weise, wie ich es erworben habe, ist Haram. Es gehört aber niemand anderem, sonst gehört es wirklich mir, weil ich habe es ja verkauft. Und hier gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten. Darf ich so etwas akzeptieren oder darf ich so etwas nicht akzeptieren? Die erste Kategorie darf niemand akzeptieren, da sind sich alle Gelehrten einig. Darf man nicht, weil es gehört nicht dieser Person. Und ich unterstütze ihn ja dabei. Das heißt, ich nehme etwas an, was eigentlich jemand Dritten gehört. Was aber in diesem Fall? Hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt einige Gelehrte, die sagen, sowas darf man auch nicht annehmen. Nur wenn es gemischt ist, ein bisschen halal, ein bisschen haram, könnte man es annehmen, aber besser ist es, es nicht zu tun. Es gibt aber die Meinung, die sagt, in diesem Fall kann ich es annehmen. Warum? Weil es nämlich für ihn haram ist, aber für dich halal. Es ist für ihn haram, aber für dich halal. Auch wenn es zu Gottes Furcht gehört, es lieber nicht zu akzeptieren. Auch wenn es zu Gottes Furcht gehört, es lieber nicht zu akzeptieren. Und da gibt es lange Diskussionen unter den Gelehrten. Ja? Aber es gibt hier so einige Athar, das heißt einige Überlieferungen von einigen Sahaba, wie beispielsweise wird von Abdullah ibn Mas'ud überliefert, dass er gefragt wurde, أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ لَهُ جَارٌ يَأْكُلُ رِبَا. Er sozusagen wurde nach einem Nachbarn gefragt, der mit Zinsen Geld verdient, mit Riba. وَيَدْعُوهُ إِلَى طَعَامِي. Und er lädt ihn ein zum Essen. Dürfte ich diese Einladung annehmen oder nicht? Und dann meinte Abdullah ibn Mas'ud, أَجِبُوهُ. Also nehmt die Einladung an. فَإِنَّمَا الْمَهْنَ لَكُمْ وَالْوِزْرُ عَلَيْهِ. Also ihr sozusagen könnt sozusagen dann von diesem Essen Spaß haben an diesem Essen und die Sünde, ja, die, und die Last liegt auf ihm. Und die Last liegt auf ihm. Ja? Und sie begründen das auch damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch Einladungen angenommen hat, beispielsweise von Juden zu seiner Zeit, von denen bekannt gewesen war, dass sie auch mit Zinsgeschäften Geld machen. Ja, und damit auch sozusagen begründet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ihre Einladungen angenommen, obwohl er wusste, dass sie teilweise ihr Geld verdienen auf unerlaubte Weise, islamisch gesehen auf unerlaubte Weise. Ja? Wallahu alam, ich denke, also ich finde diese Meinung überzeugend. Es gibt auch Gelehrte, die sagen, man darf es selbst dann nicht akzeptieren. Ja, aber muss man auch sagen, dass es dann natürlich auch sehr schwierig wird. Ja? Wenn ich aber ganz konkret weiß, dass jemand zu 100% mit Haram sein Geld verdient, hat eine Kneipe oder weiß ich nicht was, dann würde ich da, also aus Wara, aus was? Aus Gottesfurcht. Jetzt nicht, weil das unbedingt nach allen Gelehrten Haram ist, aber aus Gottesfurcht, ja, würde ich dann lieber bei so einer Person dann lieber Abstand nehmen und von ihm nichts akzeptieren. Wenn es aber gemischt ist, ein bisschen so, ja, dann sage ich mal, kann man dann schon eher auf diese Meinung zurückgreifen, die sagt, dass es dann nicht haram ist, weil es dann für ihn haram ist, aber nicht für dich haram ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Taib. Also, ja, der Muslim achtet darauf. Ja, selbst wenn er darauf angewiesen ist, subhanallah, woher kommt dieses Geld? Guck mal, wie die Einstellung eines Muslims sein sollte. Heutzutage haben wir teilweise genau das Gegenteil. Ja? Genau das Gegenteil. Man sucht regelrecht nach Möglichkeiten, wie kann ich noch mehr Geld bekommen? Wie kann ich das Amt noch mehr betrügen? Ja? Wen kann ich noch anmelden über das Amt, damit ich Geld bekomme? Ja? Ja? Wie kann ich noch mehr Gutscheine ausfüllen, damit ich dann noch mehr bekomme? Das ist komisch, ja? Irgendwie, weiß ich, ja? Das ist eine komplett falsche Einstellung. Die Einstellung so eines muss uns immer sein, wie kann ich sicher gehen, dass es halal ist? Das ist die Einstellung des Muslims. Dann, al-wazifatu rabi'a. Die vierte Aufgabe ist, an yatawaqqa mawaqi' ash-shubahi fi qadri ma ya'khudh, fayakhudhu al-qadr al-mubah lahu, wa la ya'khudhu akthar min hajati. Allahu akbar, subhanallah. Wenn die Muslime das praktizieren würden, Allah, die wären die vorbildlichsten Bürger in diesem Land. Ja, dass der Muslim, der sozusagen das Geld nimmt, darauf Acht gibt,
dass er nur so viel nimmt, wie er auch wirklich braucht. Nur so viel, wie er auch wirklich braucht. So nimmt er das, was wirklich legitim für ihn ist, und nimmt nicht mehr, als er braucht. فَإِنْ كَانَ غَالِيمًا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدَّيْنِ. Wenn er verschuldet ist, nimmt er nur so viel, wie er gerade die Schuld begleichen kann. أَوْ غَازِيًا لَمْ يَأْخُذْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. Und wenn er jemand ist, der eigentlich mal auf einer Schlacht sich begibt, auf eine Schlacht begibt, dann nimmt er nur so viel, wie er gerade braucht, um sich dann an dieser Schlacht anschließen zu können. وَإِنْ أَخَذَ بِالْمَسْكَنَةِ أَخَذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ دُونَ مَا يُسْتَغْنَ عَنْهُ. Und wenn er zu der Gruppe gehört, die bedürftig ist, dann nimmt er nur so viel, dass es gerade so reicht für sein Leben. وَكُلُّ ذَلِكَ مَوْكُولٌ إِلَى اجْتِهَادِهِ وَالْوَرَعُ تَرْكُ مَا يَرِيبُ. Und all das geht auf ihn selbst zurück, dass er selbst das abschätzt und zu Gottes Furcht gehört, dass ich das unterlasse, wo ich mir unsicher bin. Subhanallah. Ja, unglaublich. Wie die Einstellung eines Muslims sein sollte. Und dann sagt er noch etwas Wichtiges. واختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة. Und die Gelehrten sind sich jetzt uneinig darüber, ab wann habe ich so viel Geld, dass ich nicht mehr die Zakat annehmen darf. Und dann sagt er, والصحيح فيه أن يكون له كفاية على الدوام. Und die richtige Meinung ist, dass er dann ausreichend hat, um dauerhaft über die Runden zu kommen. إما من تجارة, entweder durch Handel, أو صناعة, oder durch ein Handwerk, أو أجر عقار, أو غير ذلك, oder dass er was vermieten kann, oder halt etwas anderes. Ja? وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممه. Wenn er einen Teil hat, der schon jetzt ihm ausreicht, dann nimmt er nur so viel, dass er das dann vollendet. Also wir sehen immer nur so viel, wie ich dann auch wirklich brauche. Ja? Und was ich dann auch benötige. So, das ist sozusagen die Aufgaben oder die Adab, die Etiketten, die jemand haben sollte, der was? Der dieser Zakat entgegennimmt. Und jetzt kommt das letzte Unterkapitel von dem Kapitel Zakat und As-Sadaqa, und zwar Faslun fi Sadaqati Tatawu'i wa Fadliha wa Adabiha. Es kommt nochmal ein Unterkapitel über die freiwillige Spende und dem Vorzug der freiwilligen Spende. Und er nennt es hier einige Überlieferungen, die wir uns einfach mal anschauen, inshallah ta'ala, und welche uns motivieren zu spenden. Und zwar, es gibt wirklich sehr viele Überlieferungen. Aber lass uns einfach mal diese Überlieferungen hier anschauen, die er erwähnt. So wird überliefert bei Bukhari, bei Imam al-Bukhari von Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi. Er fragte der Prophet, wer von euch liebt das Vermögen seines Erben mehr als sein eigenes Vermögen? Eine rhetorische Frage. Woraufhin der Prophet sagte, woraufhin die Sahaba sagten, ja, Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi. Es gibt niemanden von uns, der nicht sein eigenes Vermögen mehr liebt, als dass er es vererbt sozusagen, dass seine Erben davon profitieren. Ja, am Ende will ich ja erstmal selbst davon profitieren, bevor meine Erben davon profitieren. Natürlich, ich freue mich auch, wenn meine Erben was haben, aber erstmal will ich selbst davon profitieren. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمْ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرْ. Allahu Akbar. Das Vermögen, was dir gehört, ja, ist das, was du vorausgeschickt hast. An Spenden, an guten Taten. Und das Vermögen deines Erben ist das, was du zurückgehalten hast. Also das, was du auf deinem Konto hast, davon wirst du nicht profitieren. Wie viele türkische, bosnische, libanesische, marokkanische Leute haben ihr Leben lang gearbeitet, um ein Haus zu bauen in der Türkei oder in Marokko und haben am Ende davon nichts mitgenommen. Haben vielleicht ein einziges Mal in diesem Haus gelebt. Und nach dem Tod streiten sich die Kinder um das Haus und wird das Haus verkauft und keiner lebt darin. Wie oft ist sowas vorgekommen, subhanallah? In wie vielen Familien ist so etwas geschehen? In sehr vielen Familien. Das, was wirklich dir gehört, ist das, was du am jüngsten Tag vorfinden wirst. Das ist dein Vermögen. Alles andere wirst du deinem Erben hinterlassen. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird. Ja? Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib, wa la yas'at ila Allah illa tayyib, fa inna Allah yataqabbaluha biyaminihi, thumma yurabbiha li sahibiha, kama yurabbi ahadukum fulwahu. Keiner von euch spendet so viel wie auch nur eine Dattel. Auch nur wenn es nur so wenig ist wie eine Dattel. Und wichtig ist, dass es halal ist.
min kasbin tayyib, aus einem guten Erwerb. Und zu Allah gelangt nur das Gute. So wird es Allah mit seiner Rechten annehmen. Und dann großziehen, genauso wie ein Fohlen, also das sozusagen Kind von einem Pferd, ja, wie ein Fohlen großgezogen wird, ja, so dass es dann am jüngsten Tag wie ein Berg ist. Guck mal, du spendest jetzt eine Dattel und am jüngsten Tag hast du einen Berg. Allahu Akbar. Ja, stell dir mal vor, du spendest nicht nur eine Dattel. Stell dir mal vor, du spendest 100 Euro, 200 Euro und mehr. Was wirst du dann vorfinden? Ein ganzes Gebirge, nicht nur ein Berg. Du wirst ein ganzes Gebirge vorfinden. Himalaya-Gebirge wirst du vorfinden, ja? Je nachdem, wie viel du gespendet hast. Dann sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Inna sadaqata la tutfi'u ghadab al-Rabbi wa taqi maytat al-su. Eine Spende, sie löscht den Zorn des Herrn und sie schützt vor einem schlimmen Tod. Der Prophet sagt, Tasaddaqu fa inna sadaqata fikakukum minan nar. Spendet, weil die Sadaqa, die Spende, sie wird euch am jüngsten Tag vor dem Höllenfeuer retten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, er hat, wie gesagt, er nennt jetzt hier noch einige Überlieferungen, wir wollen jetzt nicht alle nennen, ja, aber dann sagt er, sagt, wird überliefert von Abu Huraira, wie es Imam Muslim überliefert hat. وَمَا نَقَّصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ. Kein Vermögen wird weniger durch eine Spende. Dann unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ebenfalls diese schöne Überlieferung. Er kommt nach Hause und Aisha radiallahu anha hat extra ein Schaf schlachten lassen. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ist irgendetwas von diesem Schaf übrig geblieben? Und sie sagte, nur die Schulter. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, alles ist übrig geblieben, außer die Schulter. Warum? Was hat sie nämlich gemacht? Sie hat alles gespendet, außer der Schulter. Die Schulter hat sie aufbewahrt für den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, weil er die Schulter liebte. Und er sagte, alles ist aufbewahrt worden, außer die Schulter. Die Schulter, die essen wir, die ist jetzt weg, khalas. Aber die Spende, die gegeben wurde, die wird bei Allah subhanahu wa ta'ala aufbewahrt. Und abschließend, das ist jetzt sozusagen das Letzte, kommt noch ein sehr, sehr schöner Hadith. Und zwar über die beste Spende überhaupt. Was ist die beste Spende? Der Prophet wurde gefragt, wo es von Abu Huraira bei Bukhari und Muslim überliefert wurde. So ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ayyu sadaqati afdal. Welche Spende ist die beste? Ah, das ist wichtig für mich, wir wissen alle, was ist die beste Spende überhaupt? Weiß jemand, was ist die beste Spende überhaupt? Die beste Art und Weise zu spenden. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, أنت الصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. Dass du spendest. Du bist gesund, aber eigentlich magst du das Vermögen, bist ein bisschen geizig. Also du magst das Geld eigentlich. Ja? Du liebst Geld. Du hast Angst vor Armut und willst eigentlich reich werden. ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. Und dass du nicht so lange wartest, bis deine Seele schon an deinem, wie heißt das hier, Rachen ist, also kurz vor deinem Tod. Ja? Und dann kurz bevor du stirbst, sagst, ah, ich will hier noch was spenden, dort noch was spenden. Obwohl es eigentlich schon ihm gehört, sagt der Prophet. Obwohl es schon ihm gehört, weil du bist schon so schon tot. Das ist nicht mehr dein Geld. Das Geld ist so schön als Khalas, ein Teil deiner Erben. In dem Moment brauchst du auch nicht mehr zu spenden. Sondern spenden solltest du dann, wenn du sagst, oh, ich würde gerne noch Vermögensaufbau betreiben und ich bin noch gesund, habe noch viel gerne mir noch ein bisschen Luxus leisten etc. Und dann spende ich trotzdem gegen meinen Geiz, gegen meine Gier, noch ein bisschen mehr Geld zu haben. Ja, ich habe einen Plan, ich will eigentlich in 10 Jahren finanziell unabhängig sein. Egal, ich gebe trotzdem. Das ist die beste Spende, subhanallah. Ja, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Möge Allah Ta'ala uns zu den Spenden gebühren lassen. Und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala unsere Spenden von uns annehmen. Und möge Allah uns die Kraft geben, immer zu spenden. Und uns vor Geiz und vor Habgier und vor Egoismus bewahren. Und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns diese Adab, welche wir hier gelernt haben, diese Verhaltensregeln auch praktizieren lassen. Und möge Allah Ta'ala uns auch zu jenen gehören lassen, welche gerade wenn es darum geht, Geld zu akzeptieren, eher zurückhaltend sind. Leute, die darauf achten, dass das
was sie erwerben, auch wirklich halal ist. Und möge Allah Ta'ala uns am jüngsten Tag die beiden Fragen, woher wir unser Geld erworben haben und wie wir es ausgegeben haben, richtig beantworten lassen können. Amin. Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa hamdik. Inshallah la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis-sabr.